Ja, dann herzlich willkommen heute zur 20. Mahnwache hier in Braunschweig. Inzwischen stehen wir schon seit 20 Wochen jeden Montag hier für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, sind hier irgendwelche Menschen dabei, die heute zum ersten Mal hier sind auf der Mahnwache? Ja, sind einige? Okay. Erstmal herzlich willkommen. Ja, das Ganze ist irgendwann mal entstanden, weil der Ukraine-Krieg auf oder die Ukraine-Situation, die Probleme in der Ukraine auftauchten und man einfach merkte, irgendetwas stimmt nicht mit unserer Berichterstattung, irgendetwas geht davor, was nicht in Ordnung ist. Und so sind wir, oder Berlin als erstes auf die Straße gegangen im März. Wir sind am 5. Mai hier in Braunschweig nachgezogen. Mittlerweile sind es über 100 Mahnwachen in ganz Deutschland, die jeden Montag, in der Regel 18 Uhr, auf der Straße sind. Und es hat sich nichts gebessert seit den 20 Wochen. Die Propaganda schreitet immer noch weiter voran. Und wenn ich mir die Zeitung beispielsweise anschaue, die Braunschweiger Zeitung von Samstag, bin ich über eine große Überschrift gestolpert. Und zwar von jemandem, den man eigentlich aus dem Boxring kennt, von dem Klitschko. Der also sagt, stoppen wir Putin nicht, ist kein Land sicher. Das meint also unser Herr Klitschko. Die Frage ist einfach, wie er zu solchen Meinungen kommt. Und Patricia hat mir heute die Braunschweiger Zeitung mitgebracht. Ich hatte noch gar keine große Zeit gehabt, dort reinzuschauen. Aber es gibt einige Leserbriefe in der Braunschweiger Zeitung heute, genau zu diesem Artikel. Und die lassen mir wirklich oder in mir ein bisschen Hoffnung aufflammen, dass doch mehr Menschen wach sind, als wie wir vielleicht glauben. Denn die meisten Leserbriefe in der Braunschweiger Zeitung von heute, die beschreiben die Situation, wie sie ist. Sie kreiden das an, was Klitschko versucht hier an Promotion für die Weststaaten zu verkaufen. Und vielleicht nur mal einen einzigen Leserbrief hier aus der heutigen Zeitung. Wessen Freiheit meint Klitschko? Zu stoppen wir Putin ist kein Land sicher vom 13. September. Von wessen Freiheit und Demokratie spricht Herr Klitschko eigentlich? Ich finde es sehr bedenklich, dass sich Klitschko vor den Karren einiger, sagen wir einmal zweifelhafter, undurchsichtiger Personen rund um Herrn Poroschenko spannen lässt. Für den Westen sicherlich nützlich, wenn auch anrüchige Werkzeuge, um den NATO-Bereich weiter ausdehnen zu können. Dabei stört natürlich eine Person wie Putin. Der Westen, insbesondere die US-Amerikaner, haben schon mit vielen kriminellen Spießgesellen zusammengearbeitet, um ihre Weltbeherrschung voranzutreiben. Genau das läuft gerade wieder ab. Nur Herr Putin wehrt sich. Das ist gut so. Die Öffentlichkeit sollte trotz der einseitigen Stimmungsmache gegen Putin sehr wachsam sein. Das hat ein Herr Wolfgang Weber aus Braunschweig heute als Leserbrief an die Braunschweiger Zeitung geschickt oder geschrieben. Und es sind noch einige andere mehr. Und ich finde das einfach gut, weil wir immer denken, heute hatte ich auch gelesen, es sind ja nur 26 Anmeldungen auf der Facebook-Seite. Ja, wir hatten, als wir hier 250 Leute am Weltfriedenstag hatten, hatten wir, glaube ich, 60 Anmeldungen auf Facebook. Also das kann man ja nicht miteinander gleichsetzen, was da vielleicht, wer sich auf Facebook meldet und wer dann letztendlich hier ist. Und das ist das Wichtige, wer hier mit uns steht. Und es ist immer auch gut zu hören und zu lesen, dass es auch noch mehr Menschen da draußen gibt, die vielleicht nicht hier sind heute, aber trotzdem sich nicht mehr von dieser Propaganda, die uns täglich um die Ohren gehauen wird, verarschen lassen. Das finde ich gut so. Und die Propaganda geht ja auch weiter. Also es ist, wo man nur hinschaut. Zum Beispiel gab es eine T-Online-Umfrage ganz jüngst.
Da wird schon gelacht. Einige kennen die Umfrage. Da steht ganz groß drüber bei T-Online, Gauk so beliebt wie nie zuvor. Dann öffnet man diese Umfrage und dann haben immerhin 9.145 Personen mit Nein gestimmt, dass Gauk nicht nochmal antreten soll. Das sind 75% der teilnehmenden Personen aus 12.192 Stimmen, die gegen Gauk sind. Und T-Online schreibt für uns ganz groß darüber, für alle die Menschen, die nicht reingucken in diese Abstimmung, Gauk so beliebt wie nie zuvor. Also wenn man mit 75% Gegenstimmen so beliebt ist wie nie zuvor, dann frage ich mich, was macht dieser Mensch da oben an unserer Spitze überhaupt noch? Und um das Ganze nochmal auf die Spitze zu treiben, am Samstag war ja unsere Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin, ja in Berlin. Und da ging es ja gegen den Hass oder beziehungsweise gegen Antisemitismus, was ich generell ja auch befürworte. Aber wenn man sieht, wie das von ihr gedreht wird und in welche Richtung das Ganze läuft, dann finde ich das schon sehr perfide. Sie hat zum Beispiel ausgesagt, dass die Sprüche gegen Israel auf den Gaza-Demos, die gegen den Staat Israel gerichtet waren, nur vorgeschobene Argumente sind und im Hintergrund das Ganze nur um Antisemitismus geht. Und wir haben hier in Braunschweig, haben wir zwei Gaza-Demos mit unterstützt. Und wenn ich nicht selber dabei gewesen wäre, dann wüsste ich vielleicht nicht, dass es nichts mit Antisemitismus zu tun gehabt hat, sondern dass wir einfach dagegen waren, dass Israel die Palästinenser bekämpft, die beschießt, dort Zivilisten tötet, ein Genozid betreibt, und dagegen waren wir und dagegen sind auch die Demonstranten auf diesen Gaza-Demos. Aber das so hinzustellen, dass es alles Antisemitismus ist, es ist eine Unverschämtheit. Und wenn man dann auch noch vielleicht weiß, warum das Ganze genau so gemacht wird, dann muss man anfangen nachzudenken. Da habe ich einen interessanten Bericht gefunden zu diesem Thema aus einer Zeitung, aus einer österreichischen Zeitung. Das heißt, die sind da ein bisschen progressiver wie wir. Und diesen Bericht möchte ich mal ganz kurz vorlesen. Wieder wird heimlich, still und leise hinter unserem Rücken durch die EU ein weiteres Grundrecht abgegraben. Das Recht auf freie Meinungsäußerung wird empfindlich eingeschränkt werden und falsche Meinungen mit Strafe belegt. Natürlich wird das Ganze in schöne Worte und ach so menschenfreundliche Dekoration verpackt. Wir haben in der Schule gelernt, dass das Nazi-Regime auch für die eigene deutsche Bevölkerung keine Freude war. Die Nazis, so hören wir mit Schaudern, haben auch ganz normale deutsche Bürger in KZs gesperrt, wenn diese sich erdreisteten, Dinge zu sagen, die damals politisch inkorrekt waren. Sogar Priester und Christen, die niemandem etwas getan hatten und nur ihren Glauben gelebt, verschwanden hinter Stacheldrahtzäunen. In der Sowjetunion gab es den berüchtigten Archipel Gulag, in dem viele gute und aufrechte Menschen den Tod fanden, weil sie Dinge dachten und sagten, die dem Regime nicht passten. Das Jugoslawien Titos wurde mit harter Hand zusammengehalten und wer dort unbotmäßig verlauten ließ, war schnell von der Bildfläche verschwunden und tauchte nie mehr auf. Mein Gott, dachten wir, was haben wir für ein Glück, dass wir heute leben, in einer westlichen Demokratie, wo ein Menschenrecht auf Meinungsfreiheit gibt und man frei und offen seine Meinung sagen kann. In einem freiesten Land, das es je auf deutschem Boden gab,
Das war einmal. Der neue Medienzensor sitzt in Brüssel und brütet einen wirklich schändlichen Plan aus. Gedankenverbrechen. Das ist keine Behauptung, sondern eine Tatsache. Der EU-Ausschuss für Toleranz hat es erarbeitet und man kann es auf den offiziellen Seiten des Europaparlaments nachlesen. Wer es wissen möchte, ich habe es auch hier in englischer Sprache ausgedruckt, der kann es also hier nachher gerne einsehen. Und irgendwie scheint es niemanden aufzuregen. In Zukunft sollen in allen EU-Ländern, auch in Deutschland, die Meinungsfreiheit, die Freiheit der Kunst, die Freiheit der Wirtschaft und der Presse stark eingeschränkt werden. Ein von oben verordneter Toleranzzwang wird eingeführt. Natürlich zu diesem edlen Zweck auch eine neue EU-Superbehörde, die über die Einhaltung der selektiv aufgezwungenen Toleranzen und im Falle der Zuwiderhandlung über die Anwendung entsprechender Strafmaßnahmen wacht. In diesem Papier geht es natürlich nicht um eine Stellungnahme oder moralische Verurteilung. Was da steht, lässt einem Angst und Bange werden. Wieder ein Schritt in Richtung Gefängnisplanet. Es geht um nichts weniger als ausdrücklich konkrete Maßnahmen, mit denen man ethnische Diskriminierung, Vorurteile nach Hautfarbe, Rassismus, religiöse Intoleranz, totalitäre Ideologien, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Homophobie und Antifeminismus eliminieren will. Bitte genau hinhören. Nicht entgegentreten, Aufklärung und Toleranz werben will man, eliminieren will man. Sprache ist verräterisch. Hier ist die gewalttätige, gnadenlose Absicht schon recht klar. Unerwünschtes Denken soll mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Erst eliminiert man die Gedanken und Meinungen, und da das letztendlich nicht möglich sein wird, sicherheitshalber den ganzen Menschen, um sicher zu gehen, dass er nicht Verbotenes denken kann. Weil ganz davon abgesehen, dass die Presse sowieso schon in vorauseilendem Gehorsam die Gleichschaltung mit allem, wie die Political Correctness so vorschreibt, vollzogen hat und bereits jetzt unaufgefordert von sich aus jeden gnadenlos zur Sau macht, der es wagt, etwas anderes zu meinen. Die Schwammigkeit der genannten Begriffe ist sicher nicht zufällig, sondern absichtsvoll gewählt. So kann man jeden der inkriminierten Begriffe nach Belieben weit interpretieren. Sie sollten in Zukunft besser keine Blondinenwitze, Ostfriesenwitze oder Schwulenwitze mehr erzählen. Übrigens, die besten Schwulenwitze erzählten mir schwule Freunde. Und auch die jüdische Schriftstellerin Landmann müsste für ihr entzückendes Büchlein Jüdische Witze strafrechtliche Verfolgung fürchten. Genau wie Ephraim Krishon heute viele seiner wunderbaren Gedichte nicht mehr erzählen dürfte. Weil sie bisweilen typische Vorurteile über Juden behandeln, mit liebevollem Augenzwinkern. Aber das würde ihm nichts helfen. Dieser große, wundervolle Satiriker würde sich im Grab herumdrehen, wüsste er, welcher Ungeist heute wieder zum Leben erweckt wird. Und machen wir uns nichts vor, der Katalog wird ständig erweitert werden. Jetzt kommen so goldige Zeitgenossen, die tatsächlich sowas unendlich Dummes sagen wie, ja, soll man denn Rassismus, religiöse Intoleranz, Homophobie und so weiter etwa gutheißen und unterstützen? Herr, schmeiß Hirn vom Himmel. Etwas abzulehnen und zutiefst zu verurteilen ist das eine. Das ist meine Haltung. Die darf ich haben. Kein vernünftiger Mensch findet totalitäre Ideologien gut oder Rassismus. Aber ich darf jemanden, der anders sieht, nicht diktieren, was er zu denken hat. Ich sollte versuchen, ihn zu überzeugen, aber weder ihn noch seine Gedanken eliminieren. Einen Andersdenkenden zum Untermenschen zu erklären, dessen Denken eliminiert werden muss,
ist ja gerade totalitär. Die EU ist also schon selbst ihr erster Delinquent. Genau das Herabwerten und für vogelfrei erklären eines Andersdenkenden, ihm seine Menschenwürde zu nehmen, seine Freiheit, ist genau das, was totalitäre Ideologien immer tun und getan haben. Sie wollen die unterdrückten Menschen bis in ihre Gedanken hinein kontrollieren und bis in seine Seele hinein in der Gewalt haben. Es endet immer in Leid und massenhaftem Töten. Der Untertan, fügsam, gehorsam, willenlos, ergeben, nichts mehr in Frage stellen, das ist der neue, ideale Mensch für jedes Unterdrückungssystem. Das haben die Christen gemacht, als sie hier in Europa und in den missionierten Ländern ihre Macht aufgebaut haben. So hat der Stalinismus und Kommunismus funktioniert. Die Französische Revolution hat jeden umgebracht, der nicht so dachte, wie er sollte. Der Nationalsozialismus war ein würdiger Erbe im Erschaffen den neuen Menschen und den Eliminierten der Untermenschen. Und nun will die EU im Gewand der Toleranz ihr Schreckensregime errichten. Welche hochheiligen, politisch korrekten, rassistischen, revolutionären Dogmen vom System jeweils gegen die unbotmäßigen Denkenden verteidigt werden müssen, das ist dann Geschmackssache und kann dann nach Gutdünken verschärft, erweitert und nach Belieben ausgelegt und interpretiert werden. Es ist die ultimative Willkürherrschaft. Und aus diesem Grund haben freie Nationen und Staaten im Laufe der Geschichte die Errungenschaft von Verfassungen und genau definierten Gesetzen erreicht. Gesetze, die festschreiben, dass jemand nur für etwas bestraft werden kann, was er auch getan hat. Und auch das muss ihm zweifelsfrei nachgewiesen werden. Schon bei Zweifeln darf er nicht verurteilt werden. Kein freies Land verurteilt jemanden, weil er etwas denkt. Strafwürdige Tatsachen müssen einem Rechtsstaat auch genauso beschrieben werden, einschließlich Strafmaß. Da ist ein Mord, ein Totschlag oder eine fahrlässige Tötung. Ist jemand Mittäter oder Anstifter? Das Gesetz gibt genaue Beurteilungskriterien, die geprüft und nachgewiesen werden müssen. Ist es ein Diebstahl oder Unterschlagung? War es Vorsatz oder Irrtum? Dieser Katalog der strafbaren Gedanken und Meinungen ist vollkommen unscharf, gedröhnt und pure Willkür. Ab wann ist eine Meinung antifeministisch? Was sind da die Definitionen oder homophob? Reicht schon ein Schwulenwitz aus? Sind dumme Witze über Blondinen, Vorurteile und Frauen feindlich? Sie lachen. Schauen Sie am Ende des Artikels nach. Das ist also dann hier von der EU diese Verordnung, die vorgesehen ist. Wird ein Muslime bestraft, weil er keinen Christ in seinen Betrieb einstellen will? Oder wird nur ein Christ bestraft, der keinen Muslim einstellen will? Wenn sich kurdische und türkische Clans prügeln, sind die dann beide fremdenfeindlich oder nur die eine Seite? Wer entscheidet denn darüber? Die EU-Kommission. Wird das eine komplett neue Meinungsgerichtsbarkeit? Hier geht es eben nicht um Toleranz, nämlich die bewusste Zulassung und Respektierung von Werten, Verhaltensweisen und Meinungen, die den eigenen entgegenstehen. Hier geht es um Unterwerfung. Die eingeforderte Toleranz ist eine brettharte Intoleranz der EU gegenüber denen, die anders denken, als von der EU gewünscht. Wir schlittern gerade völlig schlafwandelnd in einen riesigen Unterdrückungsapparat mit Gedankenkontrolle, totaler Überwachung, Meinungsverbrechung und gewaltsamer Umerziehung und Straflagern für Unliebsame. Selber denken, im Zweifelsfall auch Schlechtes und Falsches, Irrtümer und Erkenntnisse. Das ist die Freiheit des Geistes. Und Voltaire sagte dazu, ich verachte ihre Meinung, aber ich gebe mein Leben dafür, dass sie sagen dürfen. Das war der Bericht aus der österreichischen Zeitung zu dem, ja,
ja, zu dem geplanten Entwurf der EU. Und wenn man sich dann anschaut, was Angela Merkel zum Beispiel gesagt hat, wenn wir demnächst demonstrieren gegen ein Land, was ein anderes Land bombardiert, was dort Zivilisten tötet, da müssen wir damit rechnen, dass wir als Antisemiten dann verurteilt werden, obwohl wir gar nichts gegen den jüdischen Glauben sagen. Es wird uns einfach untergeschoben, es wird uns einfach so ausgelegt, weil die es so wollen oder weil wir denen nicht genehm sind. Und da müssen wir halt einfach aufpassen, und das ist eben halt auch ein Grund, warum wir jeden Montag hier stehen. Und ich bitte euch, wenn ihr irgendwelche Artikel seht, wenn ihr irgendwelche Artikel lest, lest genauer hin, lest zwischen den Zeilen und schaut, was da genau gemeint ist. Ja, ich sprach gerade über Gauck, ich sprach gerade über Angela Merkel. Die beiden kommen am 3.10. nach Hannover. Und dort wird es eine große Sondermahnwache der Mahnwachen geben. Es sind mittlerweile einige Städte, einige Mahnwachen, die sich dazugesellt haben. Wir hier von der Braunschweiger Mahnwache, Mahnwache Hannover, Mahnwache Bremen, Mahnwache Bremerhaven, Mahnwache Hildesheim, Mahnwache Dortmund, Mahnwache Bad Salz-Detfurt, Mahnwache Osnabrück und weitere Mahnwachen sind momentan in der Planung. Und wir werden dort am 2.10. und am 3.10. Bild-Zeitung hat mal geschrieben, gut, das kann man eigentlich so ganz ernst nehmen, aber die haben von 500.000 Menschen gesprochen, die nach Hannover kommen. Und wir werden da sein. Und wir werden dort die Menschen ansprechen, wir werden laut sein. Und wir werden auch gegen das, was dort abgeht, werden wir demonstrieren. Und für ein neues System werden wir Mahnwachen dort stehen. Und ich hoffe, dass viele von euch mit dazukommen, mit nach Hannover fahren, vielleicht sich auch beteiligen an der ganzen Organisation. Es wird einiges an Arbeit geben, aber es wird mit Sicherheit eine ganz tolle Geschichte. Wie gesagt, ihr seid alle herzlich dazu eingeladen. Ja, man sieht, es passiert einiges im Hintergrund, einige Vernetzungen mit den Mahnwachen, obwohl jede Mahnwache in Deutschland ist autark. Und jede Mahnwache in Deutschland wird auch autark bleiben. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig auch für ein neues System, dass wir regional miteinander kommunizieren, denn wir wissen untereinander, wir kennen uns untereinander, wir wissen, was uns bedrückt, was hier regional wichtig ist. Und deswegen ist auch wichtig, dass jede Mahnwache auch ihr eigenes Ding macht. Aber und trotzdem vernetzen wir uns, um gemeinsam größere Ziele zu erreichen. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Zu den Sachen regional haben wir, für alle, die es noch nicht wissen, haben wir verschiedene AGs, verschiedene Arbeitsgruppen gegründet, und schaut dann einfach mal ins Forum unter www.mahnwache-braunschweig.de. Dort findet ihr das Forum, dort findet ihr auch die Organisation der einzelnen Arbeitsgruppen, ob es für unsere Medienarbeitsgruppe ist, ob es für Ernährung, Selbstversorgung ist, ob Bereich Bewusstsein, also alle möglichen Themen, es kommen neue Themen dazu. Musik kommt jetzt demnächst dazu, dass einige Leute einfach auch zusammen für die Mahnwache ein bisschen was Musikalisches vorbereiten wollen. Also ganz tolle Sachen, die auch im Hintergrund entstehen.